Dagebi und Eugen Kasakow sind jetzt Hauseigentümer. Schon seit Jahren träumen die YouTuberin und ihr Liebster von ihren eigenen vier Wänden. 2019 suchen sie noch eine Bleibe auf Ibiza. Anfang des Jahres legen sie sich dann aber doch ein Haus in Deutschland zu, wie Dagi jetzt in einem YouTube-Video verrät. Ja, wir sind umgezogen, schon vor einem halben Jahr. Also wir sind schon wirklich seit einem halben Jahr hier. Und wir haben uns ein Traum erfüllt und unser Traumhaus gefunden. Jetzt ist es raus. Wir sind stolze Hausbesitzer und es ist wirklich crazy. Doch warum erzählt Dagi das erst jetzt? Die Influencerin und ihr Mann möchten sich einfach keinen Druck machen, sondern ihr neues Eigenheim in Ruhe herrichten. Sie entscheiden sich schließlich dazu, das ganze Haus komplett zu renovieren. Auch der Garten soll vollständig umgebaut werden und das erfordert Zeit. Mittlerweile ist das Gröbste zwar geschafft, ganz fertig ist die neue Bleibe aber noch nicht. Trotzdem ist die 26-Jährige auf das bisherige Ergebnis stolz. Und das ist viel Arbeit, das ist sehr viel Arbeit, aber es macht super viel Spaß, einfach so zu sehen, was man selber dann erschaffen hat, auch wenn man das Haus nicht selbst gebaut hat. Vor allem gefällt Dagi aber die Lage ihres neuen Zuhauses. Wo genau sich ihr Haus befindet, möchte sie zum Schutz ihrer Privatsphäre aber nicht erzählen. Die gebürtige Düsseldorferin kann sich zwar vorstellen, ihre Fans im Netz durch einzelne Räume zu führen, das ganze Haus will sie aber nicht zeigen. Dagi erklärt: Also da ist mir die Sicherheit dann doch ein bisschen wichtiger, als dass ihr wisst, wie es bei uns zu Hause aussieht, auch wenn es sehr, sehr schön aussieht. Aber ich weiß nicht, ich habe sehr, sehr viele Horrorgeschichten gehört und gelesen und gesehen. Dem Ganzen will ich einfach aus dem Weg gehen und ich sag mal so, ich würde es halt nicht sehr, sehr gerne preisgeben. Einfach aus der Sicherheit und deshalb wird es erstmal keine Roomtour vom ganzen Haus geben. Was aber klar sein dürfte, ist, dass sich Dagi und Eugens neuer Rückzugsort in der Nähe ihrer Familien in Düsseldorf befindet. Das ist ihnen bei der Haussuche schließlich mit am wichtigsten. Zumal sie deswegen damals ihre Auswanderungspläne nach Ibiza über Bord werfen. Dagi erklärt, dass die Entfernung zu ihren Liebsten auf Dauer einfach zu groß sein würde. Ich habe es auch schon sehr, sehr oft gesagt, wir sind sehr familiennah und gerade meine Schwester sehe ich gefühlt jeden Tag, meine Eltern sehe ich jede Woche, meine Schwiegereltern sehe ich jede Woche. Ich glaube, es würde uns was fehlen. Also, wenn wir so weit weg sind, okay, es sind nur 2,5 Stunden Flug, also die kann man auch easy überbrücken, aber so von jetzt auf gleich komplett weg, waren wir dann doch nicht so cool mit. Trotzdem schließt Dagi nicht ganz aus, sich in Zukunft eine Immobilie auf Ibiza zuzulegen. Wenn auch nur ein Ferienhaus. Doch jetzt möchte sie sich erst einmal in ihren eigenen vier Wänden in Deutschland einleben.